Liebe Brüder und Schwestern, diese heutige Perikope bildet den Abschluss des Johannesevangeliums. Jesus, der Auferstandene, offenbart sich zum dritten Mal seinen Jüngern, diesmal am See, am Ufer des Sees von Genezareth. Ja, die Jünger schienen ein wenig ratlos zu sein. Petrus sagt, ich gehe fischen. Anscheinend hat er nicht so recht gewusst, was jetzt eigentlich werden sollte, was er tun soll, nachdem ihr Meister, Jesus, so schrecklich am Kreuz gestorben war, nachdem diese Geschichte mit Jesus ein so furchtbares Ende genommen hatte. Jesus, ihr Meister im Grab, scheinbar war nun alles aus, alles vorbei. Vielleicht dachte Petrus, wir haben doch auf die falsche Person gesetzt. Unser Vertrauen wurde enttäuscht. War Jesus doch nicht der, für den wir ihn gehalten haben? War er doch nicht der Messias, der Retter, der Befreier Israels? Und er geht fischen und die anderen Apostel gehen mit. Sieben Apostel auf dem See. Sie arbeiten die ganze Nacht, aber sie fangen nichts. Und schon bricht der Morgen an. Und am Ufer steht Jesus, den sie anfangs nicht erkennen. Und er sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ähnlich wie am Anfang der Berufung des Petrus, des Jakobus, des Johannes. Auch da kommt Jesus und sagt, werft noch einmal das Netz aus. Und auch damals fingen sie eine so große Menge Fische, ja, dass ihre Netze zu reißen drohten. Ja, die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Jesus in seiner Barmherzigkeit möchte sie sozusagen wieder zurückführen zu den Anfängen, ihnen etwas in Erinnerung rufen, den Anfang ihrer Berufung, ja, den Beginn des öffentlichen Wirkens, ja, ihrer Nachfolge Jesu. Schritt für Schritt führt der Herr sie hin zum Verständnis des Ereignisses der Auferstehung. Als erstes bemerkt Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn, dass diese Person, ja, dieser geheimnisvolle Fremde am Ufer Jesus ist. Es ist der Herr. Er erkennt ihn. Geht es nicht uns manchmal genauso? Scheinbar alle Arbeit vergeblich, alle Mühe umsonst. Und wir meinen manchmal, ja, unser Vertrauen, es ist enttäuscht worden. Gott ist nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Oder Gott hat uns vielleicht sogar im Stich gelassen, hat uns nicht geholfen, ist in unseren Sorgen und Nöten uns nicht zu Hilfe gekommen. Aber immer dann, wenn es dunkel wird in uns, ja, wenn diese Dunkelheit des Zweifels kommt, wenn man meint, Gott ist ganz weit weg oder Gott hat mich vielleicht sogar verlassen, wenn man meint, ja, die Bösen triumphieren, nicht das Gute siegt, ja, dann wartet der Herr auf uns. Wenn es dunkel ist, leuchtet er auf als das wahre Licht. Er, die wahre Sonne. Er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten möchte.
Durch ihn bricht der neue Tag an, sozusagen auch in uns, in unserem Inneren. Jesus vertreibt das Dunkel. Er schenkt neue Hoffnung, neue Zuversicht. Und er lädt auch uns ein, auf ihn zu hören und in seinem Namen sozusagen bildlich gesprochen nochmals zu beginnen, nochmals das Netz auszuwerfen. Ja, Jesus, er ist bei uns. Er ist uns nahe. Er offenbart sich auch uns als der Sieger über Sünde und Tod, als der Auferstandene. Er überwindet das Böse, die Sünde. Er schenkt Hoffnung, Zuversicht. Und auch jetzt hat er uns eingeladen zu seinem Mahl. Und er sagt jedem von uns, komm und iss. Der heilige Augustinus legt diese Stelle so aus, dass er sagt, ja, dieser gebratene Fisch auf dem Kohlenfeuer ist sozusagen Christus selbst, der für uns gelitten hat. Und das Brot weist hin auf das Geheimnis der heiligen Eucharistie. Die 153 Fische, die gefangen worden sind, sie bedeuten alle Völker der Erde. Überall breitet sich das Evangelium aus. Das soll auch diese Stelle andeuten. Was im Kleinen begonnen hat, wird groß und allen Menschen wird das Evangelium verkündet. Durch seine Kirche, die Jesus gegründet hat. Und der Herr, er erneuert auch unseren Glauben und stärkt uns mit seinem eigenen Fleisch und Blut. Und jeden von uns fragt er, wie Petrus, liebst du mich? Er fragt jeden ganz persönlich, ob wir ihn wirklich lieben. Haben wir ihm, dem Herrn, unser Herz geöffnet? Sind wir bereit, ihn aufzunehmen? Das, was er sagt, nach allen Kräften zu verwirklichen? Sind wir bereit, wie er, Barmherzigkeit zu üben? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen? Und wir dürfen antworten mit Petrus, Herr, du weißt alles, du kennst meine Schwäche, du kennst mein Versagen, du kennst meine Sünden, Herr, du kennst mein Inneres, wie es auch im Psalm heißt, Herr, du hast mein Inneres geschaffen. Du hast mich erforscht, du kennst mich. Aber du weißt auch um mein ehrliches Bemühen, um meinen guten Willen. Du weißt, dass ich dich lieben will, dass ich dir vertrauen will. Erneuern wir nun wieder neu unser Vertrauen in den Herrn. Er schenkt uns seine Hilfe, seine Gnade. Er schenkt uns neu seinen Geist. Dann können auch wir ihn bezeugen, wie Petrus, wie der Apostel, wie die erste Gemeinde von Jerusalem. Jesus, der Gekreuzigte, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Er ist lebendig, er schenkt neu Leben, Heil, Freiheit. Er ist der Herr, er ist unsere Auferstehung. Amen.